Hi Leute, hier schaut Mo Fun VR. Mein Name ist Mo Tensen und es gibt einen neuen Racer für die PlayStation VR, auch Mini Motor Racing X. So. Das ist von den Machern, die uns auch, also von Binary Mill, die haben uns auch schon Rush VR gebracht und Gun Club ist von denen. Also bisher auch eher so casualige Spiele, ja, bisschen Mobile Ports etc. War ganz okay. Tapped. Ah. So, und dann wollen wir mal gucken, was ihr neues Rennspiel bietet. Das wird 25 € kosten, wenn ich mich nicht täusche. Ich schreibe euch den genauen Preis natürlich dann nochmal hier in die Beschreibung. Das fängt aber schon mal ganz nett an. Guckt euch das mal an hier. So viel Zeug zum Gucken. Ich spiele auf einer PlayStation Pro. Die Grafik ist gerade, was die Auflösung angeht, sehr gut. Ja? Also selbst da hinten die einfachen Berge etc. jittern nicht. Aber es gibt auch kein krasses Shading oder so. Ja, hier ist alles mit einfachen Texturen beklebt. Aber sieht gut aus. Kann man machen. Select Car. So, ich habe ein Gamepad in der Hand, wie ihr unschwer erkennen könnt. Klicker mich hier durch. Oh mein Gott, die Autos sehen so süß aus. Guckt euch das mal an. Ich nehme den Käfer, ha? Den Fruchtninja-Käfer, ja, den muss ich sogar nehmen. Random Game. Okay. Handling. Nitro. Okay, man kann sich offensichtlich noch hier ein bisschen pushen. Singleplayer. Es gibt auch einen Multiplayer mit 4 Leuten. Karriere. Wir gucken jetzt mal in die Einstellung, ne? So, auch sehr vorbildlich. Sound Volume. Ich stelle mal die Musik ein bisschen leiser, damit ihr mich besser hören könnt. Das Ganze kann man übrigens auch in Flat spielen, ja? Das ist kein reines VR-Spiel, es geht tatsächlich auch am Fernseher. So, hier sind die Controls. Sensitivity, also Primary Hand Right, ja, sehr gut, für links und rechts sind aber was dabei, wobei, aha, sehr komisch. Ah, hier, Komfort, Vignette, die schalte ich natürlich aus. Und dann gucken wir, was wir noch haben. Karriere, Quick Race, Bumper Ball, das wird auch nochmal interessant, das ist nämlich ein spezieller Modus, wo man mit den Autos Fußball gegeneinander spielt, ne? Kommt uns bekannt vor. Time Trial, Custom Race. Also hier gibt es viel zu tun. Wir gucken jetzt erstmal in die Karriere, ja? Ich nehme meinen Käfer und sage Create a new party and invite friends. Ich will ja eigentlich nur loslegen jetzt, ja. Next. Ah, hier geht's los. Classic Mode. Type X. Competent Classic Arcade Race using only your car and your wits to get hard-earned victory. Pick up weapons and... Ah, guck mal. Das hier ist dann eher der Mario Kart Modus. Wir machen erstmal Classic, ne? Championship. Interessant. Also, hier scheint es wirklich viel Inhalt zu geben. Guckt euch mal die ganzen unterschiedlichen Strecken an. Das ist gut. So, und was ich weiß ist, man kann es halt wie so Micro-Machines von oben steuern, aber man kann sich wohl auch in die Fahrzeuge nicht rein, sondern raufsetzen oder so, ja? Ah nein, wie süß. Das ist ja nett. Okay. Also, was bemerkenswert ist, ne? Wie gesagt, die Grafik ist jetzt nicht sehr komplex, aber auf der PlayStation Pro absolut scharf und komplett flimmerfrei. Oh, und wieder ein 90er-Jahre-Lensflare. Yay. Und das Schiff da hinten, das bewegt sich zwar, aber ich glaube, das ist einfach nur flach. So, dafür haben wir hier ein gestrandetes Kampfschiff und ein Flieger. Eigentümliche Mischung. So, ich halte jetzt mal den rechten Trigger. Dann scheint es auch schon loszugehen. Ich steuere mit dem linken Stick. Und gib Gas mit dem rechten Trigger. Oh nein, das ist ja niedlich. Ah, die sind ganz gemütlich, ne? Ah, okay. Oh oh, da ist Nitro. Habe ich aufgenommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich es aktiviere. Ach so, okay, mit X. Sehr gut, also man kriegt einen Speed Boost. Ich habe erste Runde gewonnen. Logan.
Das wird sich, Leute. Ach nein, das ist ja lustig. Guck mal, das hat sogar richtige Physik. Na, wenn ich in die Reifen bretter, dann werden die weggeschleudert. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss 3 Rennen fahren und das ist jetzt der letzte. Warum habe ich denn das Nitro nicht aufgenommen? Verdammt nochmal. Okay. 4 von 4. Jetzt hole ich mir die Nitroflasche aber nochmal. Ich habe die anderen schon fast wieder eingeholt, ey. Und da gibt es noch eine extra Geld. Yes. So, ich habe gewonnen. Schöne Effekte, kleines Feuerwerk. Das sieht aus wie auf den Malediven hier, ne? retry, continue. Okay, also das ist das Grundspiel. Nice. Ich dachte, loading. Car upgrades, carryover into classic and type X carriers. Okay. So, die ganzen Bildschirmtexte scheinen Englisch zu sein. Boom, nächste Strecke ist freigeschaltet. So geht das. So geht das. Gucken wir mal. Der Witz ist, ich habe den Key gestern bekommen. Heute haben wir den, oh Gott, 14. Also am 13. habe ich bekommen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Multiplayer ausprobiere, ob dann überhaupt schon Leute unterwegs sind. Und jetzt werde ich auch noch mal ein bisschen probieren, was hier noch so an Knöpfchen geht. Ah, und noch nicht starten. Ich könnte mir nämlich fast vorstellen, dass es ganz nett wäre, eigentlich seine Position beliebig zu wählen. Das scheine ich aber gerade nicht zu können. Oh doch, guck mal. Wenn ich Quadrat drücke, dann, zack, kann ich mich einfach woanders hinstellen. Alright, das ist schon mal gut. Ansonsten, der Dreieck-Taste. What? Nee, ne? Guckt euch das an. Ihr könnt euch auch in den Ballon da oben teleportieren. Also das ist ja witzig. Ach, das... Ach, und jetzt bin ich hier an der Strecke direkt. Ja, fantastisch. Also das... Ja, hier sind wir ein bisschen näher dran. Hier sind wir auch an der Seite. Geil. Geil gemacht. Kann man nicht meckern. Hier zum Beispiel hat man auch einen schönen Überblick. Das ist witzig. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man sich jetzt ins Auto setzt. Guckt euch das mal an hier. Die Texturen sind okay. Ja, hier... Das Dach zum Beispiel ist jetzt ein bisschen blurry, aber boah, das geht alles. Haben sie wirklich ganz nett gemacht. Ich will nochmal da oben im Flieger sein. Das ist ja wohl abgefahren. was ich dabei gedacht habe. So, jetzt gebe ich Gas. Was ich nämlich gerne rausfinden möchte und deswegen fahre ich jetzt mal. Okay, ich kann natürlich auch während ich spiele mit Dreieck immer umschalten. Nein, Hilfe! Die sind so lustig, ja? Also die Fahrphysik ist super witzig. Seht ihr das? Die bewegen sich total nett, sind super animiert. Das finde ich echt toll. Also sehr, sehr liebevoll gemacht. Wir haben ja gerade Touring-Cards von unseren Kollegen von... Verdammt, der eine hat mir das Geld weggeschnappt. Da war es auf der Strecke. Von unseren Ivanovic-Kollegen am Start gehabt. Und da merkt man halt immer sehr deutlich, dass da nicht so viel Polishing und Liebe drin steckt. Ja, aber das hier ist wirklich, wirklich total niedlich. So, aber was ich bisher nicht hinbekommen habe, ist, mich selber mal ins Auto zu setzen. Ich habe aber Screenshots gesehen, wo das gehen soll. Ach, guck mal, man kann hier sogar richtig rumrempeln. Oh, jetzt hätte ich die Ansicht mal umschalten müssen. Da war nämlich... Wenn die Ansicht verdeckt ist, seht ihr das, sieht man aber die Strecke so geghostet. Oder doch, kann man sagen. Ne? Also, ich guck mal, ob ich das euch nochmal zeigen kann. Oh, oh. Man sollte auch nicht zu viel umschalten. Hier zum Beispiel das rote Auto. Ne, habe ich jetzt nicht gesehen, aber mein eigenes Auto. Wenn das jetzt hinter den Türmen da verschwindet, seht ihr das, dann wird die Strecke so... Markiert das Auto sich auch durch in einem kleinen gelben Geist? Hm. Ja, super nett. Die Zeit war jetzt allerdings scheiße. Ich glaube, das wird viele Freunde finden. Das ist total niedlich. So. Dann hoffe ich jetzt aber noch eine Beschreibung zu finden. Guck mal, es gibt jedes Mal Geld, ne? Wir können zu den Upgrades.
Handling, Nitro, Acceleration, Top Speed. Aha. Also wir haben eine gewisse Menge Geld. Handling. Könnt auch nochmal eine neue Karre aussuchen. Das ist echt lustig, dass die Frucht nicht heißt. Ah, die ist gesperrt. Ah, okay, okay. Die müssen wir uns dann auch freischalten, würde ich mal vermuten. Nehmen wir mal den kleinen Flitzer, ne? So, ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es auch noch Optionen gibt, die umzufärben, aber hier gibt es ziemlich viel Text, die sehe ich gerade nicht. Okay. Und jetzt haben sie auch schon deutlich mehr Strecken freigeschaltet. Guck mal hier, Far East sieht sehr lustig aus. Was gibt es denn noch alles? The Dick, Grand Prix, Dogs, wie bei Firewall, Resort, Speedway, Safari, also ihr könnt das jetzt vielleicht nicht so gut sehen, da sind Schlösser vor, aber dahinter sehe ich die Schrift Cliffs, Tarmac, Ghost Town, Ruins, Island, Safari, Speedway, Bunker, Downtown, Resort, das sind wirklich viele Strecken, das ist echt toll. So, dann gehe ich jetzt mal, Moment. Ja, und das ist jetzt die Beginner Championship, den Standard Expert Master. Also ihr seht, man kann sehr viel machen. So, unter More gibt es ein Time Trial und ein Custom Race. Das kann ich mir da drunter vorstellen. Da kann man sich selber was zusammenbauen und Computergegner auswählen und so. Low, Custom. Abgefahrene Quatsche. Guckt euch das mal an. Könnt jeden Computergegner editieren. Also da haben sie sich ja nicht lumpen lassen. Not bad. VoiceOver-IP gibt es im Spiel auch eingebaut. Jetzt gucken wir mal, was Time Trial ist. Boah. Okay. Ich starte mal. Ja, gucken wir mal, was Time Trial ist, ne? Wäre auch nochmal ganz interessant, ob das Spiel Lenkräder oder sowas unterstützt. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Achso, okay, jetzt bin ich ganz alleine. Seht ihr übrigens die Fische im Wasser und so weiter? Also, sowas von nett gemacht. Ah, jetzt muss man lachen, wenn sich die Perspektive umschaltet. Ah ja, aber so gewinne ich hier keine tolle Time-Trial, würde ich mal sagen, ne? Ah nein, das zweite Intro habe ich liegen lassen. Vor allen Dingen ändert sich auch der Sound immer ein bisschen, ja? Wenn ich weiter weg bin, höre ich wirklich den Sound auch leiser etc. Ich bin wirklich begeistert, wie viel Feinschliff hier drin ist. So, aber ich will jetzt im Auto selber sitzen, Freunde. Ich glaube, seht ihr das? Jetzt. Das Location can be more intense in VR. Ja, ja, ja. Okay. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, oh, oh. Ich schwebe über dem Auto. Seht ihr das? Das ist sehr witzig. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ist das witzig. So, nochmal Nitro aufgesammelt. Und man kann übrigens auch das Driften hier. Mit dem linken Tracker drifte ich gerade um die Kurven. Wow. Und? Das macht super Spaß. Vor allem das Auto belegt sich so lustig. Das sind genau die Kleinigkeiten, die hätte ich jetzt von einem entsprechenden Mario Kart Klon oder so auch immer erwartet. Und hier wird's geliefert. So, ich mach mal New Race. Ich will tatsächlich nochmal in einer anderen Location fahren. Geil! Ja, wie lustig. Also man kann nicht nur verschiedene Ansichten wählen, sondern auch über seinem eigenen Auto schweben. Dann machen wir mal, das ist dasselbe bei Nacht. Meine Fresse. The Dick. Ist ja lustig. Und auch bei Tag und Nacht, ja, das ist wirklich gut nett. Hier ist so eine City.
Ja, das muss ich machen. Am Hafen. Sehr geil. Ja, fantastisch. Also erster Eindruck ist bei mir super. Ja. Hier ist genau alles, was ich von so einem Funracer erwarte. Es ist super liebevoll gemacht, witzig animiert. Das Shading ist jetzt nicht sehr modern, ja. Das sind einfach nur Texturen. Aber ehrlich gesagt, damit kann ich gut leben. Wow. Ich hätte nie drauf. Miau. Oh nein. Ich glaube aber, dass dieser Modus hier, den ich gerade fahre, ne, man kann sich ja auch noch eine Vignette einschalten und so, das ist schon recht anspruchsvoll. Also für Leute, die ein bisschen Motion Sickness Probleme haben, dürfte das eine Herausforderung sein. Allerdings ist es kein Gamebreaker, weil man kann ja auch jederzeit einen anderen Modus schalten. Ne? Ich mache das jetzt mal. Oh, da muss man sich kurz umorientieren. Guckt euch mal an, wie lustig das hier alles aussieht, ja? Den kleinen Hafen. Ich muss echt mal anhalten. Und mir das alles in Ruhe angucken. Ach, guckt euch das an. Gut, dass ich mal angehalten habe. Was ist das denn? Steer? Instruction, Steer, Accelerate, Nitro, Pause, Teleport. Jetzt bin ich aber gespannt, warum sind hier andere Controller dargestellt? Ein Lenkrad. Und so ein lustiges Drehding. Kann man das auch? Nee. Gibt es die Möglichkeit, das mit dem Aim, mit dem Aim-Controller? Farmhand, das hat Sensitivity. RC-Controller. Das ist doch eigentümlich. Interessant, Leute. Also, ich weiß leider nicht, was da. Also, wenn man ein Lenkrad angeschlossen hat, könnte das hier automatisch supported werden. Das muss ich mal dringend nachlesen. Das schreibe ich euch dann in die Video-Description oder teste es nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und guck mal, wie die Schiffe sich auch bewegen und wie wirklich die Gischt hier immer ankommt und so. Das ist wirklich alles super liebevoll gemacht. Ich bin ernsthaft begeistert. Und was der RC-Controller hier bedeuten soll, weiß ich aber nicht. Hier steht aber auch definitiv RC-Controller Sensitivity und Wheel. Lenkrad Standard. Interessant. Probieren wir alles aus, wenn es soweit ist. Ich kann halt nicht direkt in das Auto springen mit einem Knopf, sondern ich muss dann hier so machen. Klack. Na komm. Und dann warnt er mich wieder. Und zack, sind wir in der Karte. Und holen uns einmal Nitro. So, das ist nett, dass man mit dem Time Trial hier quasi alle Strecken ausprobieren kann. Ohne. Ich finde aber, genauso sollte sich ein Kart Racer anfühlen. Ja, wenn ich jetzt hier fahre, es fühlt sich absolut flüssig an, da jittert nichts, es ruckelt nichts. Ich kann, die Strecken sind überschaubar, ja, ich kann die Gegner gut sehen. Hm, vermute ich zumindest, jetzt sind ja keine da. Okay, so, nicht viel Zeit verschwenden. Ich gehe nochmal ins Menü. Wir haben nämlich einiges noch auf dem Zettel, ne? Wir müssen uns noch einige Sachen angucken. So, und zwar, das war jetzt nur der Time-Trial-Modus. Es gibt noch den Custom-Modus. Und jetzt kommt Bumperboard. Selecting a car using the physical control panel. Hä? Was war denn das? Also, interessant. Ich bleib mal bei dem Pad hier und versuche in der nächsten Runde wahrscheinlich dann mal den Move Controller so. Keine Ahnung. So, ich spiele jetzt mit AI, also künstlicher Intelligenz.
auch wieder 4 Leute. Ich hatte mal 2 gegen 2, macht Sinn. Und dann haben wir so ein kleines Stadion. Mir fällt gerade nicht ein, wie das Spiel heißt, was so geschartet ist, wo man auch mit Autos Fußball spielt. Das scheint nämlich am Ende des Tages jetzt hier genau dasselbe zu sein. Wie geil. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Ah, gosh. Ich bin rot, also. Oh nein, das ist ja lustig. Nein, 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 nicht zu unserem Tor. Nö. Ey, die AI ist gar nicht so schlecht. So, ich habe eben Nitro benutzt, um ein bisschen einen Kick zu geben. Verdammt. Aber wir kommen hier nicht aus der Ecke raus. Na, 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 na. Das Auto am Ball ist übrigens meins, ne? Ja, jetzt könnte mir ein bisschen Front machen. Ja, ja. Oh nein, das ist so lustig. Hier, ich weiß nicht, was mein zweiter Fahrer macht. Der kurft da hinten rum. Der soll mir eigentlich helfen. Aber der kriegt nichts auf der Reihe. Jetzt sind wir nämlich schon wieder... Oh nein. Das war ein schlechter Zeitpunkt, um... Ich versetze mich mal in das Auto. Das dürfte ziemlich krass werden, ey. Aber. Uah. Leute, 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 ey, das ist nichts für Menschen mit schwachem Magen, ey. Aber wirklich, wow. Das ist eine Ansage. So. Ich werde den Ball jetzt ins Ziel bringen. Hier hätte ich mir fast eine Kamera hinter dem Auto noch gewünscht. Hm. Ne? Komm. Geh rein. Hallo? Ach, das ist der falsche, oder? Nee, das ist doch mein Wagen. Funktioniert gerade nicht. Achso, nee, ich muss bestätigen. Ah ja, hab ich vergessen. So, ich hole mir ein bisschen Nitro. Dann wende ich und fahre jetzt. Da habe ich jetzt beschleunigt. Ah. Wow. Alter Schwede. Nö, ne? Luft. Aber interessant, habt ihr gesehen, dass der Ball, als er ins Tor ging, in das Rote, auch rot beleuchtet wurde. Das ist ja interessant. Jetzt blau. Ja, es sind noch Kleinigkeiten, aber nett. Ich glaube, ich hatte mal ein Entwicklerteam echt Spaß gehabt. Nein, jetzt habe ich schon wieder gewechselt. Finish. Ich glaube, eben gerade... Na gut. Alright, alright. Also, das ist dieses Fußball. Wie gesagt, ihr müsst nicht im Auto sitzen, ja? Das ist natürlich super witzig. Aber... nicht nötig, weil es wirklich anspruchsvoll ist. Jetzt probiere ich mal Type X. Das ist quasi der Mario Kart Modus. Gibt ganz schön viel zu entdecken hier. So. Und die ganzen Aufrüstungen und so, die ihr vor euer Auto macht, die gelten dann auch für diesen Modus. Oh, jetzt bin ich schon direkt drin. Geil. Die anderen Autos sind auch da. Starten wir. Geld auf der Strecke. Ja, meins. Oh, ich kann mit X kann ich ein bisschen Schub geben, aber das nur zweimal. Was ist das denn? Ich habe eben eine Rakete geschossen. Ich weiß nicht warum. Schreck.
mehr Geld. Jetzt bin ich grün. Irgendwie kriege ich nicht so richtig mit, warum die Effekte auslösen. Also ich sammle Geld ein. Und dann... Jetzt ist ein Wirbelsturm auf der Strecke. Also das sind die ganzen Effekte, die man eigentlich kennt. Ich weiß nur nicht, wie ich sie auslöse. Ich spring mal kurz. Oh, oh, oh. Mein Auto hat es erwischt. Ich spring mal kurz hier in die Draufsicht wieder. Und guck mal, ob das da ein bisschen klarer ist. Aus der Ego-Perspektive habe ich gerade überhaupt nicht verstanden. Nein, das war schon wieder. Oh, nächste Strecke. Beim klassischen Mario Kart sind ja so Items auf der Strecke, die sammelt man ein und dann löst man sie aus. Ne? Das können für einen selber positive oder für den Gegner schlechte Items sein. So, sind wir wieder am Strand. Na, probieren wir mal, wie das hier funktioniert. Da, Minen, Raketen, Schilde, Tornados. Aber wie um Gottes Willen löse ich die aus? Weil hier liegt nur immer Nitro auf der Strecke, also mehr sehe ich nicht. So, ich kann zweimal hintereinander so einen Stoff geben. Ah, jetzt guck mal, über dem Wagen ist jetzt eine Rakete abgebildet. Jetzt ist die Frage. Da muss ich ja warten, bis quasi jemand, schieß dir mal, vor mir ist oder sucht die jetzt Gegner? Nee. Jetzt kann ich eine Mine legen, habe ich gemacht. Jetzt habe ich einen Gegner getroffen. Autschi, Schweine. Alright, okay. Aber ich schätze mal, die Extras muss man sich wahrscheinlich vorher besorgen. Und dann werden sie einem während der Fahrt irgendwie zugestanden oder so. Und ich scheine so ein Nitro zu haben als auslösbares Extra und den Rakete nach vorne. Und Finish. Okay. Interessant. Muss ich jetzt noch mal gleich im Menü gucken, ob ich mir das irgendwie zusammen mit dem Auto dann aussuche oder wie das gemeint ist. Bum, bum. So, neue Strecken. Upgrades. Upgrade. Also ich sehe hier nichts für die Extras, muss ich sagen. Type X adds weapons to any quick race track selection. Ich gehe mal wieder zurück ins Menü. Ja, bombastisch. Also mein erster Eindruck, Leute, ist großartig. Ja. Ich glaube, hier kann man eine Menge Spaß haben. Mit Freunden zusammen vor allen Dingen, das ist immer das Netteste. Ich gehe mal aus dem Menü wieder raus. Zu Cars. Weil auch bei den Cars, Livery. Ah. Doch gesagt, man kann die noch umfärben. Nur nicht absichtlich. Was das hier allerdings soll, ist mir vollkommen schleierhaft. Ja? Aber ansonsten alles richtig gemacht, ja. Die Grafik ist scharf und toll. Es gibt Physik im Spiel. Es ist alles toll animiert. Puh, was will man mehr? Jetzt probiere ich nochmal schnell. Ich denke mal, bei Quick Race ist der Multiplayer gemeint im besten Fall. Ne? Hier nehmen wir mal eine neue Strecke. Also, hier können wir auch auswählen, ob es Type X ist. Guck ich mal, was passiert.
cool. Da sind ganz schön viele Autos. Das sind jetzt 6 Sample. So, ich glaube, wenn man sowas wie Marco Machines aber mochte, dann ist man schon mal im Boot. Und ich finde, die zusätzlichen Optionen, ja, sind doch echt der Hammer. Und dann auch noch das, und jetzt ist mir der Name eingefallen, Rocket League-mäßige Fußball da drin. Also wirklich, boah, verdammt, die sind immer gut hier. Ich weiß nur nicht, ich mach mal Pause. Ob wir gerade in einem Online-Player sind, Multiplayer oder was das hier ist. Das ist mir verborgen geblieben. Jetzt habe ich übrigens den wegwerfbaren Schraubenschlüssel als extra. Na gut. Ich glaube, das ist erstmal okay. Ich denke mal, ich kenne schon ein paar Kandidaten aus unserem Discord, die sich das Spiel holen werden. Und dann werden wir mal ganz in Ruhe den Multiplayer ausprobieren. Leaderboard. Global. Friend. Dürfte noch nicht sein, genau. Random Game. Create a new party. And invite friends or for multiplayer action. Ich hatte nämlich gedacht, Quick Race ist sozusagen ein schneller Multiplayer mit Fremden, mit Randoms. Aber da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Party Option. Ich probiere trotzdem mal, while waiting for to find a random game online. Ach, das ist doch auch nett. Guck mal, jetzt sucht er nämlich ein Online-Game und in der Zeit kann ich hier ganz normal weiterspielen. Na, hier unten seht ihr das? Da dreht sich das Ding. Aber wie gesagt, ne, das Game ist wahrscheinlich erst gestern an so Tester und so ausgerollt, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass schon jemand unterwegs ist, noch nicht sehr hoch. Aber das Schöne ist, man sitzt nicht in einem Menü fest und muss warten. Ja, hallo Firewall, wir meinen dich. Sondern er sucht und in der Zeit kann man sich hier beschäftigen. Großartig. So, ich warte mal nicht ab. Ich will das Video nicht so lang machen. Ihr kennt das ja schon. Puh, vor allen Dingen, jetzt ist die letzte Strecke, die wir hatten, die Außenlandschaft. Das sind so nette Ideen, ey. Ja, es ist wirklich keine High-End-Grafik, ja. Es ist alles ein bisschen comic-mäßig und so weiter. Aber mit so viel Liebe und Detailversessenheit gemacht. Großartig. Fantastisch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Einblick über... Jetzt muss ich mal gucken, wie das Game überhaupt heißt. Ich hab's vergessen. Mini-Mutti... Ich hab's eigentlich vergessen. Wie peinlich. Wartet, wir kriegen das aus. Muss ja hier irgendwo stehen. Exit VR Mode. Na, das sollte ich jetzt vielleicht nicht machen. Dann weiß ich nicht, ob sich das auf die Aufnahme hier auswirkt. Das war's. Das war's von mir. Ich schreibe euch nochmal Fakten, die ich noch zusätzlich dann zusammentrage, in die Description unter das Video. Ja? Und Daumen hoch von mir gibt es auf jeden Fall. Ich bin sehr begeistert. Das ist mal wieder ein PlayStation VR-Spiel. Da spürt man die Liebe der Entwickler, dass das Spaß gehabt wurde beim Machen. Und beim Spielen, glaube ich, kann man sich jetzt hier auch wirklich austoben. Macht's dann gut.
Ja, das war's von mir. Modernes MoFun VR. Schreibt mal bitte runter, ob ihr da Bock drauf habt. Und vielleicht sehen wir uns ja dann hier auf der Strecke. Ja? 4 Leute können gleichzeitig spielen. Und ein Däumchen. Drückt ihr. Hm? Könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Aber nur, wenn ihr wirklich wollt. Bye, bye.